erste gemeinsame Probe. Der Musikverein Rott und der St. Vita Kinderchor müssen sich noch aufeinander einstimmen. Doch es klappt schon ganz gut. Die Partitur, die geht über 600 Takte und fast in jedem 10. Takt ist irgendeine Regieanweisung und das musste heute mal geprobt werden. Wir haben musikalisch das unsere gemacht in Rott beim im Probelokal. Der Chor hat seinen Part einstudiert, aber jetzt muss man noch abstimmen, wann kommt, wann rein, wo muss er sich hinstellen. Das ist aber eine ganz tolle Sache und ich bin sehr zuversichtlich, wenn wir das am Mittwoch und am Samstag noch proben, dann wird das bestimmt eine tolle Aufführung. Davon ist auch Vera Genten überzeugt. Die Chorleiterin der Kinderstimmen freut sich über die erneute Zusammenarbeit mit dem Musikverein Rott. Sie weiß, wie wichtig Bühnenerfahrung für die Kinder ist. Die meisten Kinder, die stehen eigentlich gar nicht ungern auf der Bühne. Vor allem, wenn man mal zusammen da steht und alle machen mit, dann hat auf einmal auch keiner ein Problem. Das Problem kommt eigentlich nur, wenn man so die Drückeberger dann lässt und sagt, nein, ich will nicht mitmachen oder so. Nee, hier mussten alle einen Text vortragen als Erzähler. Das war so und da hat auch keiner irgendwie was gesagt. Diese Gruppendynamik bringt es eigentlich, dass die Kinder das doch relativ frei mitmachen. Mehr als 30 Kinder zwischen 5 und 12 Jahren machen bei dem Musical mit. Freude heißt es. Die Botschaft des Stücks, die wahren Dinge, die uns Freude bereiten, kosten nichts. Gerade mal 7 Wochen haben die Kinder das Stück geprobt. Vor allem die Solisten haben jede Menge Text und Melodien zu lernen. Für sie offenbar kein Problem. Wir haben eine CD bekommen und die habe ich mir dann ein paar Mal angehört. Ich kriege das ganz gut hin, also den Text zu ihm, das geht. Nach ein paar Mal hören kann ich das, also das dauert nicht so lange bei mir. Für die erwachsenen Instrumentalisten aus Rott ist die Zusammenarbeit mit den Kinderstimmen eine Bereicherung, aber auch eine Herausforderung. Wir haben seit September daran geprobt und es ist ja ein bisschen alle Genre drin. Man hat diese typische Melodien à la Lloyd Webber, Gefühlsmomente, aber es gibt auch Einlagen, wo wir einen Rap haben und dann, was ganz neu ist, ist Szenenmusik. Also für uns war es richtig spannend. Und auch für die Kinder. Sie sind mit Eifer dabei. Die Chorleiterin hofft, dass sich die Begeisterung für das Singen auch auf das Publikum überträgt. Ja, das hat eigentlich immer geklappt. Nach so einer Aufführung kommen dann auf einmal Kinder zu mir oder zu meinen Kolleginnen und fragen, ob sie mitsingen könnten. Und das würde natürlich auch dieses Jahr sehr begrüßen, wenn das vielleicht noch mal klappen würde, dass 2, 3 oder auch 4, 5 sagen, doch, das macht Spaß, ich würde aber beim nächsten Mal gerne dabei sein. Noch 2 Proben sind diese Woche angesetzt. Dann sollte das Musical stehen. Nächsten Sonntag ist Aufführung um 11 Uhr in der Halle zum Tünnes in Deidenberg.